ich will Skispringer werden. Ich bin noch kein Skispringer, aber meine Mom sagt, ich bin sehr einfallsreich und entschlossen. Und ich denke, mit etwas Zeit und Anleitung schaffe ich's und werde auch Skispringer. Du bist Skispringer? Ja. Na ja, du bist nicht der erste Skispringer, der in meiner Kammer aufwacht. Aber früher wäre ich garantiert auch hier drin gewesen. Mit dir. Okay. Jetzt darf er auch endlich im Heimkino abnehmen. Die Rede ist natürlich von Eddie the Eagle Edwards. Das ist ein Biopic, das ist mit der wahren Geschichte von diesem Skispringer erfreulicherweise nicht allzu ernst und genau nimmt. In erster Linie geht es natürlich darum, dass Maurer Eddie seinen Traum wahrmacht und 1988 an der Winterolympiade in Calgary teilnimmt. Aber Regisseur Dexter Fletcher setzt ihm zum Beispiel noch einen Hugh Jackman als Trainer an die Seite, den es so nie gegeben hat. Ich wurde aus jeder Mannschaft geworfen, bevor ich mich überhaupt beweisen konnte. Deshalb brauche ich meinen eigenen großen Moment. Der Welt ist egal, wer du bist. Das ist nichts Neues. Ich weiß, wie es ist, wenn man abgeschrieben wird. Ich verschaffe dir deinen Moment. Aber es wird höllisch wehtun. Wir wollen nicht mit solch grotesken Auftritten in Verbindung gebracht werden. Da kam jetzt ein bisschen Pipi mit raus. In Folge 29 von Frische Filme habe ich schon einmal gesagt und ich sage es gern nochmal. Eddie the Eagle ist einer meiner Lieblinge dieses Jahres. Trotz einiger Vorhersehbarkeit und den manchmal unrühmlich getricksten Sprungszenen, er ist einfach großartig. Denn allein Kingsman, Taron Egerton, gleicht jede Schwäche wieder aus. Obwohl er als naives Stehaufmännchen für ganz viele Lacher sorgt, schafft es Edgerton, ihn nie zur Witzfigur zu machen, sondern bleibt stets ein wirklich liebenswerter wie unumstößlicher Mensch, also Eddie the Eagle in diesem Fall. Noch ein Pluspunkt ist natürlich in diesem Fall Hugh Jackman, der erfundene Trainer, der Skisprung per Bolero und Bo Derek Sexfantasien vermittelt. Purer Flanellhelm-Charm mit einer Prise zu viel Rührseligkeit an einigen Stellen, aber das mag ich. Aber wie gesagt, von einer Underdog-Story, die daneben auch so flott und leicht erzählt ist und einen richtig geilen 80er-Jahre-Soundtrack hat, da wird man natürlich auch gerne rührselig gemacht. Britanniens Eddie Edwards. Du bist Eddie the Eagle. Jetzt flieg! Er ist gestartet. Kann er das Unmögliche schaffen? Was für Eddie the Eagle gilt, gilt in diesem Fall leider auch ein ganz bisschen für die Blu-ray. Sie sind beide in diesem Fall keine Überflieger. Hier und da machen sich schon ein paar Unschärfen oder unausgeglichene Kontraste bemerkbar. Ansonsten ist das Bild aber ruhig und angemessen scharf und die Farben sind schön kräftig, was vor allem die 80er-Jahr-Klamotten und Settings gut zur Geltung bringt. Beim Ton sieht es da auf der anderen Seite deutlich besser aus. Vor allem, wenn Eddie springt und die Boxen mit Fahrtflug- und Landungseffekten rundum füttert. Oder wenn all die 80er-Jahre-Pop-Hits wuchtig aus den Boxen auf die Ohren knallen und dröhnen. Als Bonus gibt es eine Art 45-minütiges Making-of, das zeigt, wie viel Bock die Macher auf eine wundervolle Underdog-Komödie in diesem Fall gehabt haben und was die gute Laune-Sportkomödie Cool Runnings damit zu tun hat. Also für mich auf jeden Fall für euch empfehlenswert. Meine Ranks-Tags: Taron Egerton, Hugh Jackman, Biopic, Skisprung und Wohlfühlkino. Dieses Schiff ist euer Körper! Diese Trommel ist euer Herzschlag! Und euer Gott ist das glorreiche Rom! Festhalten für den Aufprall! Machen wir uns jetzt nichts vor. 11 Oscars wird Ben-Hur 2016 auf jeden Fall nicht abräumen. Dafür fehlt es ihnen einfach an mitreißender Charakterbildung und vor allen Dingen auch an Drama. Und dafür ist er an einigen Stellen einfach auch unfreiwillig komisch.